die wahre Empfehlung, die auch kleine Hoteliers wirklich nach vorne bringen wird. Analog ist das neue Bio. Warum ist Service Design besonders wichtig und wie lässt sich das vielleicht auch in einem kleinen Hotel umsetzen? Und was gibt es da vielleicht für Hinweise oder was ist da zu beachten? Ja, Service Design ist wahrscheinlich die Geheimwaffe für Tourismusunternehmen. Nicht nur für Hotels, sondern wirklich alle, die im Tourismus beschäftigt sind. Und die Realität ist, dass die meisten Hoteliers Service Designer per se auch sind. Service Design bedeutet die bewusste Gestaltung von Form und von Funktion von Services, von Dienstleistungen. Und Tourismus ist eine Dienstleistungsbranche. Deswegen beschäftigen sich gerade Hoteliers, die im direkten Kontakt mit dem Gast sind, ganz, ganz stark mit Services und wenden eigentlich Service Design tagtäglich an. Der Unterschied zu den bisherigen Service-Q-Ansätzen, Qualitätsmanagement-Ansätzen oder zum Dienstleistungsmanagement, wo es seit eigentlich den 90er Jahren im letzten Jahrhundert noch wirklich professionelle Entwicklungen und Forschungen gibt. Service Design geht ganz radikale Ansätze. Service Design sagt, der Kunde steht absolut im Mittelpunkt und ich entwickle aus Sicht des Kunden, aus seiner Perspektive, die Dienstleistung und gestalte die Form und Funktion der Kontaktpunkte mit ihm. Und das beginnt ganz einfach schon beim Ankommen. Und eine der wichtigsten Service Design Regeln ist zum Beispiel ein Lächeln. Ja, weil es um diese, gerade bei Service Design, bei der Gestaltung von Services sehr oft um diese unbewussten, nicht sichtbaren Dinge geht, die man mit Hilfe der Gestaltung sichtbar machen will. Service Design hat ein paar Grundprinzipien. Service Design ist iterativ, das heißt, ich mache es in kleinen Teilschritten. Und da kommen wir dann zum digitalen Bereich, nämlich schon, warum Service Design gerade ein wunderbares Hilfsmittel ist, wenn ich diese Methoden, dieses Methodenset eben konsequent auch im digitalen Bereich anwende. Service Design versucht in kleinen Teilschritten vorzugehen und genau das ist auch das Erfolgsrezept, wenn es um digitale Kommunikation geht. Ich versuche etwas umzusetzen und daraus zu lernen. Versuche Fehler zu erkennen und diese gleich so rasch als möglich besser zu machen. Und versuche gute Dinge, die funktionieren, einfach zu verstärken. Und das ist diese iterative Schleife, ist eines der Grundprinzipien Service Design. Und man kann hier einfach methodisch auch sehr, sehr schön, sehr schnell und sehr konsequent einen Plan durcharbeiten. Wir nennen es Customer Journey und der Plan ist einfach auch einer, den viele Hoteliers schon sehr, sehr gut können, den perfekten Tag für den Gast zu machen. Und was ganz wichtig ist, Service Design erkennt zum Beispiel, dass der perfekte Tag nicht nur im Hotel stattfindet, der findet auch draußen statt, im Gesamtsystem, rundherum, um die eigentliche Dienstleistung, die der Gast kauft. Aber es gibt noch ergänzende Services, ergänzende Dienstleistungen, teilweise bezahlt, teilweise unbezahlt, die dem Gast ganz, ganz wichtig sind. Oder das Ambiente, die Atmosphäre, die Szenerie. All das kannst du mit Hilfe von Service Design sehr einfach strukturiert planen und umsetzen. Und das ist eben so dieses zweite große Grundprinzip bei Service Design, eben ganzheitliches Denken, die gesamte holistische Umwelt einzubeziehen. Also alle Anbieter, die draußen einen perfekten Tag auch leisten können, damit der Gast glücklich nach Hause kommt, ins Hotel wieder zurück und dann vielleicht noch eine Flasche Wein am Abend kauft, weil es einfach so herrlich und so toll war. Also letztendlich die Wünsche des Gastes, des Kunden stehen im Zentrum, seine Reise auf dem Weg zum eigenen Produkt auch in Verbindung mit anderen Leistungsträgern spielt da eine Rolle. Wie kann man beispielsweise als Kontaktpunkte Social Media Instrumente wie Facebook oder Instagram sinnvoll einbinden? Was sind da Möglichkeiten der digitalen Kommunikation jetzt für Unternehmen, die neu sich mit dem Thema Service Design und auch mit Kontaktpunkten im Social Media Bereich beschäftigen? Ganz ehrlich,
ich bin sehr kritisch geworden. Ich habe selber, betreibe selber zwei Facebook-Communities. Die eine hat 360.000 Fans, die andere 255.000 Fans. Also ich kenne mich richtig gut aus. Ich war einmal oberster Digitalchef der Österreich-Werbung. Also ich glaube, ich weiß wirklich Bescheid, aber ich bin sehr, sehr kritisch geworden im Zusammenhang Service Design, Digitalisierung, Instagram, Facebook, Social Media Kanäle. Social Media Kanäle können wunderbar sein und echt hilfreich, wenn ich eine klare Funktion diesen zuordne. Das heißt Beschwerdekanal oder Service Concierge-Kanal oder einfach Stimmungskanal. Aber in den meisten Fällen vermischen das die Leute. Und der Aufwand, der vor allem für kleine Hoteliers entsteht, hier aktiv zu sein, hat sehr, sehr selten wirklich Erfolg. Deswegen ist meine große Empfehlung, gar nicht diese Instagram-Kanäle wirklich aktiv mit viel Zeitinvestment zu bespielen, außer es gibt einen leidenschaftlichen Mitarbeiter oder Hotelier selber, dem macht das Spaß und der macht das gerne, dann macht das Sinn. Viel, viel wichtiger ist, und das ist eigentlich das wahre, die wahre Empfehlung, die auch kleine Hoteliers wirklich nach vorne bringen wird. Analog ist das neue Bio. Also gestalten Sie als Hotelier ganz einfach die analoge Welt in Ihrem Hotel perfekt, sodass die Menschen begeistert sind, sodass die Menschen den Moment festhalten wollen. Dann werden die Leute diese Momente in hochemotionaler Situation auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, auf andere Social Media Kanäle einfach teilen. Und das ist es, was es wirklich ausmacht. Das heißt, schaffen Sie diese Möglichkeiten, bringen Sie die Gäste auf diese Idee, wirklich hier jetzt einen Moment festzuhalten und den mit der Welt zu teilen, dann sind Sie erfolgreich. Also Kundenzufriedenheit, dem Kunden glücklich machen, ihm Leistung bieten, die er vielleicht auch nicht erwartet. Wow-Effekte, positive Effekte führen letztendlich dazu, dass er auch selbst aktiv wird, zum Beispiel in seinen sozialen Kanälen wie Facebook und letztendlich auch darüber dann kommuniziert, über das Unternehmen redet, über das Hotel, sich zufrieden zeigt. Und wenn man das so zusammenfassen würde, wäre also eher der Kunde dann derjenige, der berichtet und nicht zwangsläufig das Hotel, was aktiv werden muss. Also ich finde, Hoteliers sollten dringend Drehbücher machen für den perfekten Tag und sollten sich überlegen, was soll der Gast in der Früh, zum Mittag, am Vormittag, am Nachmittag, abends machen und das nicht dem Zufall überlassen, sondern Vorschläge erarbeiten oder Gestaltungshinweise legen, Spuren verteilen, auf deren Suche sich dann nach Abenteuern oder besonderen Entdeckungen der Gast begibt. Und am Ende dieser Entdeckung ist dieser Moment, den er einfach festhalten will. Das heißt, ich bin der Meinung, wir haben viel zu wenig Dramaturgie in unserer touristischen Umwelt. Weder im Hotel, wir machen alles richtig, wir machen alles sauber. Es gibt einen klaren Preis und die Anzahl der Brotscheiben ist genau getaktet und eingezahlt. Und deswegen, es braucht viel mehr Dramaturgie. Und ein Hotelier sollte sich überlegen, wie schafft er diese Dramaturgie im Hotel? Und deswegen braucht es ein Drehbuch, da sind wir wie beim Service Design, ein gestaltetes, geplantes Erleben der Form und der Funktion des Hotels, des Hotelerlebnisses. Da sind wir jetzt dann wieder bei dem Experience Design. Ich verstehe es ein bisschen anders als viele Internet-Experten, die sehen das Experience Design tatsächlich nur das digitale Verhalten. Ich glaube auch hier an das Holistische, dass das Verhalten in digitalen Kanälen, egal ob Facebook oder Instagram oder eine Webseite oder in der E-Mail, ganz, ganz stark vom Inhalt abhängt und der ist eben analog und der beeinflusst die Experience. Also in Wirklichkeit ist das echte Erleben im Hotel schon ganz vorne in der Begrüßungsmail oder in der ich beantworte eine Anfrage auf jeden Fall, da beginnt die Urlaubserfahrung bereits. Also wenn es um Digitalisierung geht, heißt es nicht nur digital zu arbeiten, sondern auch die analoge Welt mit der digitalen zu verbinden.